Ram-a-lam, ding, dong, ram-a-lam, ding, ding, dong, ram-a-lam-a-lam. Ja, ist gut. Zurück bei Zelda Twilight Princess. Ja, und zwar haben wir im letzten Part diese Blablabla-Statue bekommen und die zeigen wir jetzt Ilia. Vielleicht erinnert sie sich an irgendwas, was hier schön wäre. Wie ihr gesehen habt, bin ich nämlich nicht mehr in Hyrule-Stadt, sondern in Kakariko. Und wieso macht mein PC solche Macken? Sehr mysteriös. Er nimmt nämlich nicht flüssig auf, sondern eben stockt auf. Und stockend mag ich nicht. So. Wow, sie leuchtet. Was ist das? Ich war irgendwo eingesperrt und jemand, der auch dort war, hat mir geholfen. Das hier habe ich bekommen. Ja, das hat mir dieser jemand gegeben, als ich befreit wurde. Ja, jetzt erinnere ich mich. Aber diese Person ist immer noch in Schwierigkeiten. Man muss ihr helfen. Aber wo war das nur? Wieso kann ich mich nur nicht mehr daran erinnern? Jetzt fällt's mir ein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist eine heilige Statue des Volkes, das in alten Zeiten der königlichen Familie von Hyrule gedient hat. Sie dienten dem König im Verborgenen. Deshalb lebten sie auch zurückgezogen an geheimem Ort. An geheimem Ort. Schönes Deutsch. Ihr verlassenes Dorf findet man hinter der Brücke von Eldin an dem Weg, der nach Ranel führt. Aber ein großer Felsen versperrt schon seit langer Zeit den Weg. Man wird das Dorf also nicht so leicht erreichen können. Mach dir trotzdem keine Sorgen. Gerade in Zeiten wie diesen sind wir Goron immer bereit zu helfen. Jo. Unser Oberhaupt Grogor ist schon vorausgegangen und wartet. Wenn du ihn nicht findest, sieh einfach auf der Karte nach. Gehen wir also bla bla bla. Er guckt doch nicht so traurig. Oh ja, jetzt kommt ein Teil, den ich liebe. Ach ja, das macht Spaß. Also was jetzt kommt. Oh ja, die Musik wird so genial. Vor allem, es passt einfach nur. Werdet auch noch sehen, was ich damit meine. So, aber erstmal müssen wir hier hin, da. Ja. Da an der Brücke von Elm, die haben wir nämlich leider kaputt gemacht und nicht repariert. Ups. Das wurde mir schon des Öfteren zum Verhängnis, aber egal. So. Sind wir auch hier? Schnell zum Menschen werden und eine Fliege nervt mich gerade, indem sie sich einfach mal fett auf den Bildschirm setzt. Oh Mann. Wo kann ich hier denn hier dieses Gras finden zum Pferd rufen? Ansonsten muss nämlich alles laufen und auf Laufen habe ich keine Lust. Stirb! Stirb! Wow. Das war gekonnt ausgewichen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, aber erstmal, okay, hier gibt es scheinbar nirgendwo Pfeifgras. Schade eigentlich, weil ich wäre gerne mal wieder geritten. Jetzt bin ich traurig. Naja, alles gut, alles gut. Noch. Jetzt einfach hier geradeaus und da diese Viecher tot machen. Vielleicht hier irgendwo Reitgras. Nee. Und stirb. Was? Bam, bam. Bam, bam. Okay, stirb. Gern geschehen. Das muss da einfach mal sein, weil ich das witzig finde. Ach nee, stimmt, hier geht das ja gar nicht mehr. Ach ja, wieso nicht? Ach nee. Was war das? Okay, ich bin ein bisschen paranoid gerade, aber naja. Oh nein, da ist sogar ein Geist auf der Brücke, den ich mir jetzt nicht holen werde, weil ansonsten der ganze Part futsch ist. Stirb. Ja, genau. Genau so wollte. Ach, wisst ihr was?
Den hole ich mir auch noch. Ja, komm. Put. Und stirb. Die. Okay. Haben wir das auch schon. Und dann werden wir mal schnell wieder zum Menschen. Und da ist schon wieder so ein Viech. Blank ziehen. Stirb. Okay. Also was ich noch nie ausprobiert habe, ist, ob man mit der Schildattacke einen Gegner töten kann. Das wäre mal witzig. Ach ja. Nee, ich glaube, den Weg mache ich mal schnell mit Wolf. Dann bin ich nämlich ein bisschen schneller. Und da ist schon wieder so ein Viech. Au. Stirb. Stirb. So, schnell. Beeilung! Na, das kann was werden. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, deswegen summe ich ein bisschen vor mir. Na, ich lall ein bisschen vor mir. Alter, wie viel halten die aus, die Viecher? Einfach ignorieren. So. Junge, Junge, wie lange dauert das denn? Wir müssen doch eigentlich gleich da sein. Hallo? Oh, ja, sind wir. So. Jetzt ist ein bisschen Technik gefordert. Ein Bogenschütze. Stirb. Dankeschön. Link ist gerade automatisch in die Richtung gerannt. Also ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, dass der das macht. Naja, egal. So. Yay, beeil dich mal ein bisschen. Bam, also von dem will ich keinen in die Fresse gehauen kriegen. Das Dorf, das du suchst, liegt direkt vor dir. Die Ältesten nennen es auch das vergessene Dorf. Aber pass besser auf, irgendwie riecht es hier nach Ungeheuern. Ein besonders starker ist da, kommandiert eine Meute von hyänenartigen Kreaturen. Die fallen über alles her, was sie sehen. Schätze ungefähr 30 oder... Nein, höchstens 20 sind es. Und ich vermute, in dem Dorf findest du höchstens noch ein paar verstreute Überlebende. Na gut, mit den Monstern wirst du sicher fertig, oder? Du musst sie alle erledigen, sonst ist die Retterin des Mädchens verloren. Und wenn du wissen willst, wie du die Kerle besiegen kannst, schnapp sie dir, bevor sie dich entdecken. Alles klar? Okay. Beim ersten Mal dachte ich nur so, what the fuck? Ah nee, jetzt ist doof, es muss Tag sein. Sonst hört man die coole Musik nicht. So lange wird es ja jetzt nicht mehr Nacht bleiben, schätze ich mal. Hoffe ich mal. Vermute ich. Ha, hast du dir so gedacht. Headshot. Du auch? Headshot. Na komm, wie lange bleibt's denn noch Nacht? Nicht mehr allzu lange. In der Zeit kann ich euch ein bisschen was vorlabern. Bla 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 bli blu bla bli bla bla. Bla bla und bla. Ja. Sehr interessant für euch, ich weiß. Was könnte ich machen, damit das schneller geht? Ganz einfach, wir rollen Link die ganze Zeit gegen die Wand, bis er blutet. Und das dauert. Und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. Zum Mond gucken? Ja, man sieht doch einigermaßen gut, wie der Mond untergeht. Läuft. Genau wie meine Nase. Ich guck mal weg. Sterne! Bewegen sich die Sterne eigentlich auch? Nein, tun sie nicht. Was ist das für eine Logik? Eigentlich recht akzeptabel, weil die Erde dreht sich ja um sich selbst und der Mond dreht sich zusätzlich um die Erde, also... Oh mein Gott, Astrophysik. Nein, nein, damit werde ich euch jetzt nicht belasten.
Sonne, gehst du mal auf? Was sind denn das für komische Streifen, die da durchs Bild sausen? Oh, da gehen sie. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Sonne. Komm. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Oh yeah. Ich muss auf die Musik warten. Ja. Ich sehe gerade, da sind noch Gegner. Da war einer und... Oh, nee, da vorbei. Da war auch noch einer. So, und jetzt können wir da in das Dorf, denn jetzt kommt auch die coole Musik, die einfach so extrem passend ist. So. Ready? Auf geht's in den Kampf rein, schieß dem Bablen den Kopf weg. Ach verdammt, ich hab nicht... Scheiße! In den Kampf, ja, schieß die Köpfe weg. Und BAM! Ja, das macht Spaß. Ich weiß nicht, ist da im Fenster noch einer? Da war einer. Ach, wisst ihr was? Wir haben doch... Jetzt wird gesnipert! Oh, da stehen zwei. Bums! Bye bye! War eine schöne Zeit mit euch. Kurz, aber schön. Und? Ach nee, voll in die Eier. Und? Oh, das tut weh. Jo, das tut... Boom! Alter, wo ist der hingeflogen? So, hier oben haben wir auch noch welche. Yay. Durch die Spalten geschossen. Weil ich einfach gut bin. So, noch irgendwo. Na, du willst auch aussterben. Bums. Ja, wo haben wir noch überall welche? Es könnte nämlich... Nö, den schieße ich in den Kopf. Tschüss. Rein theoretisch müsste... Wow, da steht ja auch noch einer. Tschüss. Wo ist denn dieses Dings, was sich so hochgestellt hat? Egal. Ich gehe einfach mal. Wir haben noch 8. 8, die wir noch zu erledigen haben. Hier ist keiner. Gut. Hier hinten ist garantiert noch einer. Wow! Wie es mir dachte und... Tschüss. 7, 6. Noch 6 Leute. Jo, alles klar. Geht's euch auch gut? Au. Ach so, du schießt. Okay, das war nicht so gut. Au. Und... Bam, Headshot. Stirb. So, noch 3. Hier ist auch keiner mehr. Oh nein, ich weiß, wo die sind. Ultra Kamikaze-Style durchs Fenster. Yay. Die sind zu gut. Headshot. Und? Headshot. Und jetzt sollte ich eventuell die Sicherung rausnehmen, weil wir haben noch einen Gegner. Und der steht ziemlich fies. So, das war's. Haben wir das schon hinter uns? Mann. Ach, ich hab's nicht genossen.
Verdammt, normalerweise nehme ich da immer extra schön viel Zeit, damit ich jeden einzelnen einen Headshot verpasse. Oh yeah. Die Bestien. Ihr Heulen hat aufgehört. Ist klar, auf einmal sind wir da. Hast du etwa... Der Retter, du bist gekommen, um uns aus unserer Not zu helfen. Bitte vergib mir, dass ich dir nicht die Tür geöffnet habe. Ne? Ich bin Grayna, eine Bewohnerin dieses Dorfes. Ich wurde nach dem altehrwürdigen Erbauer dieses Dorfes benannt. In diesem vergessenen Dorf lebte einst das Volk, das der königlichen Familie diente. Aber jetzt ist es fast verfallen und du siehst ja selbst, dass an diesem Ort nur die schrecklichen Dämonen ihr Unwesen treiben. Entschuldige bitte, du sagtest, dein Name ist Link, nicht wahr? Oh, ich ahnte es schon. Du hast dem jungen Mädchen geholfen, nicht wahr? Ach, wie schön. Als sie hier gefangen war, hat sie mir immer Mut zugesprochen und gesagt, du würdest bestimmt kommen, um zu helfen. Selbst als ich ihr half, aus diesem Dorf zu flüchten, machte sie sich noch Sorgen um mich, alte Frau. Aber ich warte hier auf den Befehl des Königs, auf das Erscheinen einer bestimmten Person. Unter keinen Umständen kann ich mich diesem Befehl widersetzen und das Dorf verlassen. Würdest du ihr das hier bitte zurückgeben? Sie gab es mir, alter Greisin, obwohl ihr so viel daran lag, dass sie es immer bei sich trug. Ilias Halskette. Okay, aber ich glaube, es hat mich die ganze Zeit beschützt. Bitte gib es ihr unbedingt zurück. Was für ein Befehl hast du? Das muss ich mir erstmal anhören. Hey. Bitte gib die Halskette unbedingt zurück und richte ihr aus, dass die alte Grayna unendlich dankbar ist. Moment. Dieser Stab, ist das etwa... Der Kopierstab? Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte. Also jetzt, ihr werdet schon noch rausfinden, wieso. Von diesem einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnte. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einen von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Kumulaner-Dokument. Ah. Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kumulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein. Und dich von diesen Dingen zu unterrichten. Okay. Also gut, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir wollten. Und deswegen beende ich hier auch den Part. Und deswegen tschüss und bis denn irgendwann, euer Renchi LP. Und wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren und... Ja, kommentieren. Und eventuell auch abonnieren. Abo, geil. Fail. Naja, tschüss.